Uranus-Pluto. Der Transit, ne, was jetzt auf uns zukommt, am 21., glaube ich, oder am 20., aber das tut auch nichts zur Sache, weil das merken wir sowieso schon die ganze Zeit. Ne? Das sind diese Langläufer, die kommen nicht auf Knopfdruck und das merken wir auch schon seit 3 Jahren. Ne? Immer vorläufig, Rückläufigkeit, das haben wir jetzt auch dieses Jahr noch. Ne? Der Pluto geht jetzt in den Wassermann. Da ist es auch immer wichtig, wo ist dein Wassermann, wo steht der Pluto bei dir im Transit. Du kannst auch gucken, wo dein fester Pluto steht bei Geburt und auch der Uranus bei Geburt oder dann auch im Transit. Ne? Auch so bei uns im Kollektiv auch immer diese Verbindung zu sehen. Und ich möchte jetzt einmal die Geistesprinzipien, da geht es jetzt wirklich separiert um die einzelnen Geistesprinzipien, ne? Also da immer das auch so zu verstehen. Denn wenn du jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt hier so über Pluto spreche oder Uranus, und dann kannst du das nie, diese einzelne Separation auf dich beziehen, weil dein Geburtsmuster, deine Radix, die schwingt ja mit allen Aspekten. Ne? Das ist immer nur ein Teil dessen. Natürlich, wenn man jetzt im Aszendenten mit diesen Prinzipien ausgestattet ist, dann ist es schon sehr relevant. Ne? Dann ist es natürlich auch sehr präsent im Aszendenten. Und in der Sonne ist es in der Archetypenlehre immer so, dass das mehr als dein Auftrag zu verstehen ist. Also zum Aszendenten möchte ja immer wieder was hinzuerfahren werden. Mit dieser Basis kommen wir, die bringen wir jedes Mal mit, immer wieder mit dem, was wir schon wieder mehr erfahren haben, um dann wieder Neues zu erfahren. Und dazu gibt dir deine Sonnenenergie, ne? Sonnenenergie, das ist deine Energie. In diesem Leben, also was der dann entspricht, das hilft dir unterstützend auf allen Lebensbühnen auch wieder. Ne? Immer dieses Gemeinschaftliche, dieser Zusammenschluss deiner ganzen Schwingungsebenen bis zum MC, bis zur Finalität, 10. Haus, Berufungshaus. Ne? Also linke Seite habe ich jetzt, mache jetzt mal betreutes Vorlesen, das ist immer so ein bisschen besser, wenn man so stumpf Infos durchgibt. Uranus links, Pluto rechts. Na, einmal mythologisch betrachtet, Uranus ist der Sohn und der Geliebte von Gaia, auch Demeter oder Isis genannt. Und Hades wäre dann entsprechend Pluto, auch ein Sohn von Gaia und Kronos. Ja, bei Kronos, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, das ist ja oftmals sehr durcheinander. Manche sagen auch zu Uranus Kronos, weil CH dann aber Kronos, weil der kommt aus dem Chaos und der Ordnung, immer Chaos, Ordnung. Ne? Der war ja der Erste, das erste Kind und Geliebter von Mutter Gaia. Und manche sagen dazu Kronos, ne? Und dann aber auch von einem Sohn von Gaia hinterher. Also da nagel mich nicht fest, da steigt ja keiner durch. Ne? Wenn du es weißt, dann kommentiere gern, dann bin ich auch wieder schlauer. Also Gott des Himmels Uranus, ne, Kind des Chaos, aus dem Chaos, ne, ist aber dann immer so auch Mittler der Polaritäten, ne, Chaos, Ordnung, himmlischer Geist. Ne, dann haben wir ja kennen wir ja dieses Symbol mit dem Wasserkrug, wo das Wasser über die Weisheit, das Wissen über die Erde, über die Menschen in das Bewusstsein geschüttet wird sozusagen. Ne. Und bei Hades, Pluto, ist es dann der Gott der Unterwelt, Bruder des Zeus, ne, ist auch ein Kind, Sohn von Uranus, die verborgene, oder nee, von Kronos, so, da weiß ich eben nicht, ne? Verborgene Macht über die Geister der Dunkelheit. Wasser der Weisheit und Intuition, Wasser des Urgrunds und der Elixiere. Uranus Chaos, Dynamik, Stürme von oben nach unten und Pluto Täuschung und List, verborgene Wahrheit, Fanatismus. Strenger Wächter über sein dunkles Reich von unten nach oben. Ja, Sohn und Geliebter, daher sehr flexibel und frei bei einem Menschen, der jetzt so uranische Energien viele in sich hat oder auch im Aszendenten, ne, oder auch in der Sonne. Da kann man dann auch schon mal über alternative Beziehungsmodelle sprechen. Ne, manche wissen das ja auch gar nicht. Ne, dann wäre, das muss nicht sein, aber das kann da schon auch entsprechend vorkommen. Und Pluto ist dann der Entführer und Verführer von Persephone, von ihm dann ja auch sehr vereinnahmt wurde, also auch in sein Reich mit runtergeht und auch von ihm gehalten wird. Also sie ergibt sich ihm ja auch. Und
Ja, der Pluto, Uranus als der Einzige, ne? Der war ja der Erste, der Einzige und Wahre. Der Uranus ist ja auch immer so die Andersartigkeit, die Besonderheit, klebt dann quasi an Gaia, ne? Der war ja auch sehr sexuell sehr aktiv und hat dann mit ihr die Kinder gemacht, die Zyklopen, ne? Die Giganten und die 50-köpfigen Hekatoncheiren. Und ja, der wurde dann Gaia lästig irgendwann, die wollte das dann nicht mehr. Und dann hat sie dann ihn verbannt und dann regneten die Tränen von Uranus auf Gaia nieder, weil er sie für sich allein wollte. Und er hat dann seine Kinder irgendwie abgewiesen oder ob er die getötet oder er wollte sie töten, das weiß ich auch nicht so genau, ne? Aber er wurde dann entmannt durch die Sichel des Gottes Kronos. So, da haben wir das nämlich wieder. Ne? Da ist so ein bisschen, das ist der Vater von Zeus und Hades. Also meines Erachtens müsste das jetzt Uranus sein, aber ne, in manchen Mythologien kommt das irgendwie so mir manchmal so vor, als käme, wäre da noch jemand im Spiel. Sodom und Gomorra sozusagen. Ja, naja. So, dann. Linke Seite wieder Uranus, ne? Ich will, was ich nicht haben kann. Ist ja auch wieder dieses Paradoxon. Ne? Also jetzt nur mal ein Beispiel angenommen, du hast da so einen uranischen Menschen vor dir, du möchtest dem jetzt ein Buch empfehlen, dann sagst du am besten, hier, ich habe hier ein ganz tolles Buch, aber ich glaube, das interessiert dich gar nicht. Dann will der das. Ne? Aber wenn du sagst, ich habe hier ein tolles Buch und das musst du mal lesen, am besten noch muss, weil der muss nämlich ja nicht. Wenn der schon muss hört, dann fällt er tot um, ne? Dann will er das auch nicht. Ne? Also willst du was anbieten, mach es immer so, als wolltest du es nicht. Ne, das ist das. Ist auch ganz lustig eigentlich. Also, und der Plutoniker ist dann eher so, ne, oder Pluto das Prinzip, ne, das will das, was es sich vorstellen kann oder was es meint, wie irgendwas sein muss. Ne, diese Leitbildorientierung. Die Ordnung des Uranus ist das Paradoxon, ne, Paradox, Mittler zwischen den Polen, Neuwerden und Dynamik. Nichts ist beständiger als der ständige Wandel, ne, plötzlich und unerwartet, fix und flexibel, ist auch ein Paradoxon, ne, aber der kann schon auch die fixe Luft, ne, fixe Ideologien und Ideen durchsetzen wollen. Nur meistens ist er dann auch vorausschauend und denken sind ja auch viel Forschergeister, ne, dann ist es nicht so schlecht. Chaos und Harmonie. Das ist auch wieder paradox. Kreativität beim Uranus, offener Geist, mit und ohne Zeit und Raum, auch Luftfahrt, ne, fixe Ideologie, das ist das, was ich meinte, ne, das auch durchsetzen zu wollen. Ne, da ist schon auch die Art Wille dann dahinter oder die Kraft, ne, die Dynamik dann auch so dahinter. Ne. Wissenschaft, Forschung, Technik und Technologie, Raumfahrt, Luftverkehr, Grenzsituationen, also in Grenzbereichen auch arbeiten. Das entspricht auch dem uranischen Prinzip. Künste, die schönen Künste, vorausschauend, intuitiv, ideenreich, erfindungsreich, ne? Auch sich selbst immer neu erfinden, geistiges Reichtum. Und bei Pluto ist es dann mehr so die geheime, verborgene Macht, ne? Ideale. Ideale werden zur Schau getragen, der Wille auch zur Macht oder subtil vielleicht auch, ne? Verborgene Macht, Vorstellung und Leid. Bilder, Befangenheit, bewertend, Manipulation und Täuschung, Stofflichkeit und Wunsch nach Reichtum. Der Uranus ist jetzt objektiv, offen, tolerant, extrovertiert, auf das große Ganze schauend, ne, ehrlich und fair. Alles oder jeder ist individuell, hat aber stets den gleichen Wert. Also dieses so, jeder ist wertvoll. Ne? Also keine Gleichmacherei, das soll das nicht heißen. Ne? Also da auch die individuelle Realität, weil der ist ja selber sehr individuell, dieses uranische Geistesprinzip ist selber sehr anders, ne? Und auch sehr menschenfreundlich, ne? Und deswegen soll jeder sich leben können, so ist das gemeint, keine Gleichmacherei, ne? Also für und mit der Gemeinschaft dann auch immer. Gemeinsam sind wir stark, folge dem Wissen und der Intuition, darauf ist Verlass, ne? Andersartigkeit und Weitsicht. Und ja, beim Pluto-Prinzip ist es mehr so Misstrauen, ne? Unentschlossenheit, Introvertiertheit, List und Täuschung, immer so auf der Hut zu sein, ne? Dann öffnet man sich natürlich auch nicht so, Subjektivität, Verschlossenheit, berechnend sein, teilen und herrschen, Anspruch auf Macht und Durchsetzung der eigenen Vorstellung, fix, intolerant und bewertend auch.
Unruhe in der Ruhe, das ist so typisch uranisch, ne? Ruhe in der Unruhe. Also ein Kaffee trinken, das ist eine wahre Herausforderung für jemanden, der sehr energetisch uranisch ist, ne? Und je mehr Stress draußen ist, umso ruhiger wird der. Ne? Wie gesagt, da kann man gut immer so, das sind Menschen, die gut so Feuerwehr, ne? Wenn so Grenzsituationen, wo jeder andere gar nicht die Nerven hört, da sind die gut zu gebrauchen. Und sowohl als auch ist ja immer das Uranische, ne? Freiheit, Befreiung, Selbstbestimmtheit im Meer der Möglichkeiten, ne? Auch erwartungsfrei zu sein, hilfsbereit zu sein. Also ne? Anspruch auf Besonderheit auch, ne? Rational klar Durchsetzung von Idealen. Und beim Plutonischen ist es ja schwarz oder weiß, entweder oder, böse oder gut, ne? Abwägend immer, unklar, erwartend, mehr nehmen, aber dann geben. Ne? Anspruch am Dienst, also dass jemand zu dienen hat, ne, sehen wir gesellschaftlich auch, Verantwortung abgeben, andere müssen es regeln oder so, ne, irrational, Selbsttäuschung, nicht hinschauen wollen, ne, Selbstverständlichkeit, Intoleranz, Dogmatismus und Opferhaltung wäre auch sowas dann. Andere sind schuld oder ne. Ja, links wieder uranisch, ne, Verteidiger der Gerechtigkeit, Wille zur Wahrheit, mutiger Vorstürmer, Stürmer, Rebell, Freiheitskämpfer. Und du weißt ja, hier sind ja nur die Seelen, bei Projekt Erde, die spielen nur die Mutigen mit. Ne? Du hast es nur vergessen. Jetzt kommt der Uranus auch, der erinnert dich. Ne? Das möchte er gern. Beim Plutonischen ist es die Verteidigung des Reviers, Angst vor der Wahrheit, ne? Angst vor der eigenen Macht, abwartend und vorsichtig, Rückzug und im schlechtesten Fall auch Gefangenschaft. Ein Schritt voraus sein ist das Uranische, ne? Das heißt oft unverstanden auch, dadurch, dass so Vordenker, ne, sind dann, wenn die mit ihren Gedanken schon da irgendwie ein paar Jahre weiter sind, ne, dann werden die oft auch nicht verstanden. Ne? Manchmal wirkt das auch bei Menschen dann arrogant, weil jemand anders ist. Das hat die Gesellschaft ja nicht so gern. Das heißt schnell auch so eine Außenseiterfunktion, weil dieses von der Ferne beobachten, das macht auch ein uranischer Mensch. Der ist nicht so, dass er sich dann so in die Menge stellt. Also das ist auch so, dass der gerne beobachtet, ne, und kriegt auch viel mit dann natürlich. Ne. Mut haben dann wirklich auch die Andersartigkeit zu leben und sich dann auch diesen Wert zu geben, weil oftmals Menschen, die zweifeln da oft, ne, was stimmt mit mir nicht oder so, weil alle anderen sind ja anders und so. Ne. Und wenn man darum halt nicht weiß, ne, also das ist da ganz wichtig. Gerade die Wassermann-Energie, ne, diese uranische Geistesprinzip, ist es wichtig, dass man das dann auch lebt. Ne? Auch im Beziehungsmodell übrigens. Sich auch die Freiheiten nimmt. Ne? Emotionalität und Befindlichkeiten liegen jetzt diesem uranischen Prinzip nicht. Ne? Da geht es jetzt nicht mehr um Einzelschicksale, denn die dienen dann nicht der Gemeinschaft und dem Fortschritt. Ne? Was hingegen dann aber das Plutonische, das ist ja sehr subjektiv, emotional. Und Befindlichkeiten ist ja auch Wasser, Gefühle, aber nicht reintauchen zu können, diese Angst auch davor zu haben, weil man da ja auch eine Wahrheit entdecken könnte. Ne? Sollen durch andere ausgeglichen werden, jetzt, dass ja auch dieser Anspruch an die Außenwelt besteht, wenn es mir nicht gut geht, dann haben andere dafür zu sorgen, ne? Oder so. Wenig Wandlungsbereitschaft, Subjektivität und Schicksal, einnehmende Kraft sticht bei Gefahr. Ne? Der Skorpion, die Gemeinschaft soll dienen. Weil wenn der einmal sticht, dann sticht der auch. Ne? Das ist so. Aber ansonsten ist er sehr verbindlich und auch sehr treu. Ne? Also das plutonische Prinzip ist auch sehr verlässlich, aber auch dann in fordernd und kontrollierend. Ne? Und ja, Ungeduld und Anspannung ist das Uranische. Ne? Dann aber auch Dynamik, Sprengkraft, Laserfrequenzen ist entsprechend, ne? Schöpfung auch. Ne? Und der Plutoniker, oder das plutonische Prinzip ist eher festhalten, undynamisch, fordernd. Ne, da ist auch so ein inneres Brodeln, so eine verborgene Kraft, ne, die ja dann oft auch unbewusst ist und so auch für uns als Kollektiv zu betrachten. Ne? Also Unberechenbarkeit, Zerstören und Aufbauen, das ist das dynamische Prinzip. Und alles, was jetzt so statisch ist und alles, was jetzt noch festgehalten wird, ne, das wird jetzt auch ganz unberechenbar und zerstörerisch dynamisiert, ne, von dem Uranischen. Also das Plutonische wäre dann eher dieses, ne, das wäre dann auch zeitqualitativ jetzt eher dann selbstzerstörerisch. Ne? Da ist mehr so diese berechnende, nichts Unberechenbares. Ne? Da sorgt man lieber vor und das ist jetzt diese Zeit, aus der kommen wir ja auch, ne? Wo viele ja auch dann nicht hinschauen oder so. Ne? Da ist eben die Angst vor der Wahrheit. Das ist jetzt auch dieser Aspekt, ne? Der heißt so auch die Angst vor der Wahrheit.
Weil der Geist will jetzt eben in die Materie kommen. Ne? Materie hatten wir jetzt ganz lange, Saturn, Pluto, ne? Wirtschaftswachstum und so. Und jetzt will der Geist da mal rein. Und der Pluto bringt die Wahrheit ans Licht. Das sehen wir auch klar und deutlich vor Augen. Und dann eben das zu erkennen und auch sich zu erkennen, selbst die eigene Wahrheit, ne? Die anzunehmen, auch den Mut zu haben. Ne? Alles Vorgestellte stirbt eben, auch jede Vorstellung stirbt. Und das möchte die auch, weil erst dann können wir neu werden. Und das ist das, was dann jetzt so dran wäre. Ne? Und ja, hier offenbart sich dann wirklich auch für uns in der Gemeinschaft die Distanz zwischen dem, was man für Wirklichkeit hält oder für Realität. Was ist jetzt die Realität wirklich? Ne? Nicht, und was meinst du? Ne? Da sind ja viele, die ja auch Dinge reinhören, die gar nicht gesagt wurden oder so. Das habe ich ja hier jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt. Ne? Die fixierte Vorstellung verhindert dann, dass man sich der Wirklichkeit öffnet. Und das gilt dann für uns alle. Ne? Und da besteht dann eventuell aber der Zwang, ne, dass die eigenen Vorstellungen jetzt auch in die Umwelt zu bringen, ne, oder zu meinen, das zu müssen. Das wäre dann auch sowas, ne, dass man da lieber die Welt so nach seinem Bilde gestaltet, als die Welt so wahrnehmen zu müssen, wie sie dann tatsächlich ist, ne. Und das, wie gesagt, das holt der Uranus dann jetzt. Also da bleibt kein Auge trocken dann, ne, sozusagen. Ich will dir nicht drohen, aber es wird dann dynamisch, ne? Oder eben halt immer enger für uns, ungemütlicher, ne? Gemütlich ist das nämlich beides nicht, diese energetischen Kräfte. Also so findet man dann dadurch, dass man wäre jetzt so, ne, wir sind ja gesellschaftlich jetzt auch ein bisschen aufgesplittet, da gibt es die mit dem Geld sozusagen, ne? Wo ist die Macht, ne? Folge dem Geld. Und dann wird da Macht ausgeübt, ne? Und dann werden da einfach so Leitbilder durchgedrückt, ne? Und dann ist es so für diese vielleicht so eine, auch die Bestätigung dafür, dass man sich auf dem rechten Weg befindet. Und das ist aber eben das, was dann auch von den Übermächtigten sozusagen erkannt werden möchte, ne? Weil das führt dann zu permanenten Denkübergriffen gegen die Umwelt, gegen die da noch sonst so sind. Ne? Und da wäre dann so eine harmloseste Manifestation jetzt im individuellen Rahmen so ein Missionstrieb auch. Ne? Ja. Pass auf, was du denkst und denk auch selber wieder. Ne? Das wäre das dann auch. Also. Wenn der Uranus da jetzt auch einzieht, ne, dann ist auf jeden Fall immer so ein paar Sätze jetzt mal sicher, ist, dass nicht einmal die Unsicherheit sicher ist, ne, und was ist auch sicher? Ja, die geliebte, gewohnte Norm kriegt jetzt einen Uranstritt sozusagen, ne? Das neue Motto ist dann auch jetzt Freiheit, ne? Sich befreien, neu werden. Und du kannst auch in jedem Moment neu entscheiden. Ne? Du hast immer die Möglichkeiten und erkenne auch, such auch nach Möglichkeiten, Innovationen. Ne? Und zu wissen, dass man in jedem Moment neu entscheiden kann. Du musst dich nur einmal jetzt irgendwas, du kannst die ganze Zeitlinie verändern, wenn du dich nur entscheidest, okay, du willst heute was machen und sagst, du gehst ein bisschen später. Kannst du die ganze Zeitlinie verändern. Wisse das. Ne? Viele denken ja, sie können nichts machen. Ne? Also da, das möchte auch das uranische Prinzip dazu animieren. Da meine Sonne im Uranus ist, übernehme ich das mal eben. Also da ist man auch seiner Zeit voraus. Ne? Da hat man auch diese uranischen Menschen, die sind auch viel jetzt der Zeit voraus. Ne? Die haben auch einen guten Riecher. Ne? Und da kann man auch ruhig vertrauen, ne? Weil da ist auch nichts Hinterlistiges oder so. Ne? Vertrau mir. Ne, aber nein, weiß ich mal. Ne? Also da wirklich, auch wenn du vielleicht da mich vielleicht auch oft nicht verstehst, ne, das kommt auch daher. Ne? Aber meistens ist es so bei diesen Menschen auch, sind ja auch viele Forschergeister und so, ne? Meistens haben die dann auch Recht da am Ende. Ne? Das ist aber dann auch, geht es nicht darum, um Recht zu haben, sondern dass es auch konstruktiv ist, ne? Dass man da folgen kann, ne? Weil der hat da nichts im Sinn Schlimmes, ne? Eher Gutes, ist Menschenfreund. Ne? Also alle Egos wollen jetzt da auch degradiert werden, ne? Auf ihren Platz sozusagen. Ne? Das sind ja unsere Diener. Ne? Das sind nicht unsere Herrscher, die ist jetzt vorbei, die Herrscherzeit. Ne? Ja, und der natürliche Feind von Uranus ist natürlich die Tradition, ne? Oder irgendeine bestehende Logik und Gewohntes, weil es immer schon so war und die Wissenschaft hat gesagt, die ist aber auch vor 20 Jahren schon gewesen oder so, ne? Das ist dem Greuel.
Und das empfindet er tatsächlich auch als reinste Provokation, ne? Denn hier haben wir es dann schon auch mit jemandem, mit einem Prinzip zu tun, auch mit Menschen, wenn der jetzt so ist, das ist schon ein Rebell, ne? Der spricht dann auch dagegen. Gerne auch. Das ist also Spannung, Anspannung ist da immer gerne gewollt, ne? Das hat alles was mit Spannung, Dynamik zu tun, ne? Dann, ja, jeder Aufstand ist auf jeden Fall nie eine Probe. Da wird auch keine Generalprobe vorher gemacht. Das ist immer direkt aktiv und dynamisch. Und Angst schnürt dich immer enger ein, ne? Also das ist auch bei uns allen so, ne? Da nicht, das dient uns nicht, ne? Und das ist eben das, da geht es drum, ne? Wahrheit. Wahrheit erkennen, annehmen und neu werden. Mut macht uns frei. Widerstand ist zwecklos sozusagen, ne? Ja, Uranus, ne? Aus der Reihe tanzen, Pippi Langstrumpf, macht dir die Welt, wie sie dir gefällt, ne? So richtig über die Stränge schlagen, das ist spannend und toll. Ne? Pippi ist auch uranisch. Also das Ziel liegt da wirklich jetzt auch bei der Enttäuschung, ne? Endpunkt, Punkt, Punkt, Täuschung, also alle Projektionen, Leitbilder und so, es muss jetzt zusammenbrechen, auch für uns alle, ne? Damit wir erkennen können und auch du persönlich. Je nachdem, ne, wo es da steht, Entmachtung von allen Fixen und allen Vorstellungen. Und dann wollen wir dann ja beginnen, uns auch zu lieben. Ne? Wir müssen ja auch das, wenn wir das schön haben wollen, müssen wir ja mitmachen. Und dann können wir die Welt und die Dinge nutzen, weil da wird ja auch vieles neu, diese Innovationen und die Technologien für uns nutzen. Ne? Sind ja total tolle Möglichkeiten und spannend vor allen Dingen auch. Ne? Wie groß die Krise wird, das entscheiden natürlich wir auch. Ne, das ist dann so, wie bereit bist du? Je breiter, umso besser sozusagen. Ne? Also da wirklich auch mal relativieren, ne? Nicht immer gleich einen Hammer rausholen und irgendwo draufhauen, einfach mal, ne, bewerten und dieses alles. Ne? Manchmal kann man sich auch mal was angucken, nur dass mal die Welt breiter wird und der Kopf auch, ne? Dass da mal die neuronalen Netzwerke neu verknüpft werden. So geht das nämlich, ne? Damit man auch mal ein Bild kriegt, was wird so alles so erzählt auf der Welt, ne? Und nicht nur bei ARD und ZDF, da sitzt du nämlich nicht in der ersten Reihe. Ne? Entschuldige, bei wem entschuldige ich mich überhaupt? Also erst dann kann auch dieser Saatkorn aufbrechen. Ne? Und das ist ja jetzt ist so die Phase, ne, der Vorbereitung. Also am besten wäre ich schon vor 3 Jahren natürlich gewesen, ne, mit diesem kollektiven Auftrag. Kannst du dir auch nochmal angucken. Hatte ich ja auch einen Pluto, der Generationsplanet. Guck dir das sonst gerne nochmal an. Ansonsten habe ich ja auch so ein paar Playlists bei mir. Ne? Ich bin ja auch uranisch. Ne? Also hier so Neues aus der Wissenschaft, ne? Was man dann nicht so im Fernsehen hört, wenn du da mal Lust hast zu stöbern. Ne? Einfach nur, um da mal ein bisschen Training, Hirntraining, Hirnjogging zu machen. Ne? Also ja, dann werden wir das rocken. Ne? Wir wollen das ja rocken. Ne? Und da sorgt der Uranus für. Ne? Das ist so. Ja, ich glaube, dann haben wir es jetzt. Ne? Genau. Aho.